Entschuldigen Sie, was denn? Haben Sie kurz Zeit für ein Interview? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin voll im Weihnachtsstress. Aber es sind doch noch einige Fragen. Was denn? Es sind doch einige Fragen. Ja, na gut, aber schnell. Was verbinden Sie mit Weihnachten? Weihnachten. Weihnachten sind für mich Geschenke. Geschenke und Weihnachtsstress und Weihnachtsbaum schmücken und Braten und was man alles immer auf Weihnachten. Aber glauben Sie nicht, dass der Konsum den Sinn von Weihnachten voll verfehlt? Nee, überhaupt nicht. Geschenke gehören noch dazu. Die Kinder, die Kleinen, die freuen sich doch, wenn sie ein Päckchen haben, die Schleife aufmachen und dann aufbauen und freuen sich doch auf die ganzen Geschenke. Wie viel geben Sie denn durchschnittlich für ein Geschenk aus? Ja, für die Kinder mindestens 100. Und für meine Eltern, oh, die kriegen schöne Musical-Karten für Hamburg oder London oder müssen wir mal gucken. Kennen Sie denn die Weihnachtsgeschichte? Die Weihnachtsgeschichte, na klar, die kennt doch jeder. Da kommen auch die drei Könige da und dann, dann bringen die da Geschenke und das war's ja eigentlich auch schon. Gehen Sie Heiligabend in die Kirche? Nee, da habe ich ja überhaupt gar keine Zeit für. Ich muss den Braten noch fertig machen, Geschenke fertig machen und Kinder die Geschenke aufbauen und die Zeit verbringen und ja. Glauben Sie an den Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Nee, den gibt's so lange nicht mehr. Das ist nur so ein Mythos, der für die Kinder da ist, aber für mich, nee, ich glaube nicht mehr an Weihnachtsmann. Können Sie sich vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sich keine Geschenke leisten können für Weihnachten? Und kein nee, Braten? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das gibt's doch gar nicht mehr. Wozu haben wir denn die ganze soziale Unterstützung hier in Deutschland? Nee, also das kann nicht sein. Können Sie sich denn selbst ein Weihnachten ohne Geschenke vorstellen? Nee, Geschenke? Darum geht's doch überhaupt. Das ist das Wichtigste an Weihnachten. Nee, also, oh, jetzt haben Sie mich voll durcheinander gemacht. Aber ich muss jetzt auch weiter. Ich bin voll im Stress. Okay, danke fürs Interview. Frohe Weihnachten. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Hätten Sie einen kleinen Moment Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten? Klar, wieso nicht? Zeit haben wir immer, klar. Ja, schön. Wie man sieht, ihr seid ja auch schon richtig gut in Weihnachtsstimmung, oder? Bisschen, also könnte aber mehr sein. Also ist noch nicht so viel. Ja, legen Sie denn ganz besonderen Wert darauf, das auch so zu zeigen? Also mit Schmuck und so? Also kann man eigentlich nicht von uns sagen, nee. Also ganz dezent machen wir das. Nicht übertreiben, auf gar keinen Fall. Ja, weil die Leute gucken einen ja dann schon komisch an, wenn man es übertreibt. Aber alles noch im ganz normalen Bereich, ja. Klar. Wie darf man sich denn Ihr Haus zu diesem ganz besonderen Fest vorstellen? Ganz dezent. Ganz dezent geschmückt. Wir haben nicht mal die Garage geschmückt. Nicht mal die Garage. Also, nee. Bisschen nee. Im Haus, aber ja. Mehr auch nicht. Nee. Und wie ist das mit Weihnachtsmärkten? Geht ihr oft auf Weihnachtsmärkte? Doch. 4-5 Mal die Woche allerhöchstens. Ja. Also leider so dazu, kommen wir gar nicht öfter dazu. Genau. Und warum? Ja, weil die Stimmung da so schön ja, ist. Ja, es ist sich da rum. Alles geschmückt. Ist total schön. Die Leute alle richtig nett drauf. Ja. Wunderbar. Was will man mehr? Schönste Zeit im ganzen Jahr auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. Was genau bedeutet denn Weihnachten für Sie? Na, wie gesagt, gucken Sie sich um. Es ist total schön, die Atmosphäre. Die Atmosphäre, und der Schmuck und alles. Das ist alles geschmückt. Einfach ja. Nur klasse. Das ist ja. Und Musik? Also hören Sie sehr viel Musik zur Weihnachtszeit? Also ist zum Beispiel Last Christmas so ein ultimativer Weihnachtssong für Sie? Hören wir schon, ja, aber auch nicht übertrieben, nein. Nee. Klar, man hört mal rein und so, und wieder, was so im Radio läuft. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, danke fürs Interview und schönen Tag noch. Ja, tschüss. Wie verläuft denn bei Ihnen die Vorweihnachtszeit? Die Vorweihnachtszeit? Also, bei uns ist es ganz klar, zuerst wird der Tannenbaum gekauft. Die ganze Familie fährt morgens um 6.34 Uhr los. Am ersten Sonntag im Dezember und kauft den schönsten und größten Weihnachtsbaum. Der wird natürlich auch gleich aufgestellt, aber das Beste an dem Baum, der Stern, wird natürlich erst 2 Stunden vor der Bescherung auf den Baum gesetzt. Ansonsten kommt natürlich die ganze Familie. Oma wird aus dem Altenheim abgeholt, die Tanten und Onkels kommen, Schwager und Schwägerin, wir sitzen alle zusammen. Das ist unser Ritual. Was bedeutet für Sie denn das Weihnachtsfest? Weihnachtsfest, ganz klar. Fest der Liebe, Fest des Friedens. So wie damals im Stall. Schön kuscheliges Stroh, ein warmes Lagerfeuer, eine klare Nacht, die Atmosphäre mit den Tieren. So, das bedeutet für uns Weihnachten. Wie verbringen Sie denn den 24. Tag im Dezember, also Heiligabend? Ja, das fängt bei uns schon morgens an. Also wir gehen morgens alle zusammen in die Kirche. Nachmittags folgt dann das Krippenspiel, wo alle unsere Kinder mitspielen. Danach wird unser Haus geputzt auf Hochglanz, damit es schön festlich aussieht für den Heiligen Abend. Danach
sagen unsere Kinder Gedichte auf, die sie schon den ganzen Dezember auswendig gelernt haben. Unterm Tannenbaum singt unsere Familie, wir essen unter dem Tannenbaum und natürlich ist Heiligabend ein ganz besonderer Tag, wo man auch nur positive Gedanken zulässt. Was ist denn, wenn die Kinder nicht glücklich über die Geschenke sind? Sowas gibt es bei uns nicht.